So, hallo Leute und herzlich willkommen hier auf Panos Smoke in Twitch. Und ja, hallo Tom. Danke fürs Einschalten, danke auch für deinen Host. Danke auch an dich, Daniel, für den Host. Und auch ein Hallo ans TS hier. Orca ist gerade online und Daniel auch gerade mit drin. Ich auch in den Chatroom. Wer Lust hat, kann sich da auch gerne mit einloggen. Wer will, einfach Bescheid sagen, der kriegt dann VIP. Jo, und ich glaube, wir sind eigentlich am Ende dieses Levels hier, das uns eigentlich einiges gekostet hat. Einiges an Nerven. Ja, einiges an Nerven und einiges auch an Bugs. Und ich denke, dass wir jetzt eigentlich nicht mehr viel haben. So, das ist hier so diese Endzeitstimmung, Musik, die uns signalisieren soll, dass das Level eigentlich schon am Ende ist. Seht ihr gleich. Jawohl. Genau. Danke, Orca, für die IP. Nein, nichts zu danke. Das ist die IP, wo ihr euch einloggen könnt auf TS. Ja, Herr Tom, damit sind auch Sie gemeint. Ja, Tom, ganz wichtig an dich. Ja. Du musst auf TS kommen. Ja. Früher oder später. Oh, Und nicht vor der Herschiebe. Ups, 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 die haben mich runtergeschubst. Oh, das ist jetzt blöd. Aber wir laden nochmal neu. So. Naja, runtergeschubst ist eine Sache, du bist ja runtergesprungen. Oder runtergesprungen. Also die Typen sind zäh. Sehr zäh sogar. Jetzt ein Tegenkrieger, was erwartest du? Jetzt sind doch Kugeln zum Frühstück. Oh, ich habe da keine mehr. Ja, auch nichts. Ui. Oh, Munipano, da haben wir ihn. Ja. Ja, ist üblich. Ich muss erstmal schauen, dass ich hier irgendwie wegkomme. Weil ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau, mit was für einer Waffe ich kämpfen könnte. Ich habe leider, ja, nur noch die Pistole. Wo wir die Pistole machen, da ist einfach nur übrig. So. Ja, was anderes blieb mir jetzt nicht. So, leider. Ups, nein! Oh, und ich rutsch runter. Ich glaub's ja nicht. Ich hoffe, dass die Musik jetzt. Nein, sie geht wieder weiter. Das ist jetzt irgendwie so permanent Musik im Hintergrund. Oh Gott! Ja. Oh je, jetzt ist die Luke wieder zu. Das ist jetzt hier das. Das ist nämlich leider, wenn ich es nicht falsch verstanden habe, auch ein Bug. Und zwar dürfte diese eigentlich gar nicht zu sein, weil ich muss irgendwie wieder hochkommen. Hat das Spiel eigentlich keine Bugs oder nur Bugs? Mein Es Gott, hat ey. einige Bugs drin, ja. Meine Das auf Güte. jeden Fall. Hat das überhaupt schon mal einer gespielt? Nein. Bug? Glaube ich nicht. Alle nur geglitscht. Ja, also da ist echt an Bugs einiges mit drin. Aber ich muss dennoch sagen, dass mir das Level sehr gut gefällt. Ist nicht schlecht, aber die ganzen Fehler machen das Ja, nervig. es hat sehr viele, ja. Das sind ein paar nervige Sachen drin, sag ich mal, die nicht unbedingt sein müssen. Aber. Ja, das ist es nämlich. Man ist da manchmal ziemlich aufgeschmissen. Auch die fehlenden Cutscenes nerven einen. Man Ja. sollte zumindest wissen, man müsste ein paar Anhaltspunkte haben, um Bescheid zu wissen, um was es geht. Ja. Aber naja, wie dem auch sei, Ja. trotzdem ist das Level recht gut. Okay. Jetzt muss ich mal schauen. Ich habe hier noch Flares. Yes, okay.
Du glaubst, die Sache mit der Luke ist kein Bug, ja? Mich würde halt dann echt interessieren, wo dann dieser Schalter ist, beziehungsweise wo dann ja, wo man ihn wieder aktivieren kann. Das wäre dann die Frage. Was mich hat sehr irritiert, dass ich gestern an der gleichen Stelle gespeichert habe und das eine Mal, wo ich geladen habe, da war die Luke offen und beim zweiten Mal, wo ich geladen habe, genau an die gleiche Stelle, war plötzlich die Luke zu. Also bin ich davon ausgegangen oder gehe ich davon aus, dass es doch ein Bug ist. Weil ich habe ja nichts verändert, sondern zweimal an der gleichen, also zweimal an der gleichen Stelle geladen. Das eine Mal war sie zu, das andere offen. Ach Gott, nee. Ja. Und darum musste ich ja wieder von vorne anfangen und den Dinosaurier von vorne neu bekämpfen. Weil ich durch die Luke nicht mehr gekommen bin. Wirklich, der hat sein Level nicht getestet, nachdem er fertig gemacht hat. Ja, wahrscheinlich nicht, ich weiß es nicht. Daniel? Ja? Irre ich mich oder hatte Tom noch gar nichts geschrieben zwecks TS? Dann ignoriert er gekonnt, das kennst du doch. Ja. Da hat er doch immer einen Buffer, ne? Kann der Tom, das kann Tom perfekt. Ach ja. Dann Meister drin. Hier oben. Die Frage ist jetzt natürlich, was ich hier oben mache. Ich sehe auch nicht viel. Da ist ein Tor, das darum. Ja. Ach, da ist ein Hebel. Schau mal einer an. Ja, und natürlich wieder fehlende Cutscene, das war eiskalt klar. Oh, was hat sich jetzt unten getan? Ja, Tom ist klar. Tom, das kann sich jemand anderem erzählen, nicht uns. Ja, ich hab schlecht. Was ist denn jetzt da unten? Ist das Wasser, oder? Hä? Ist das Wasser oder Nebel? Cool, oder? Arno, speichere und Morin springen. Ja, ja. Genau, das mache ich jetzt. Also wenn das Wasser ist, das sieht aber sehr merkwürdig aus. Deswegen. Weil ich so nicht in Ordnung kann, speichere, rinspringen, fertig. Ja. Also normalerweise ja, könnte ich das kann nur Nebel seitlich sein. Runtergehen. Ups, Nebel. Ja, jetzt bin ich ausgerutscht. Deswegen. Nee, es ist kein Wasser. Das ist ja mein. Okay, ihr werdet gleich sehen, was es ist. Bitte, es ist das, was ich denke. Aha! Ja, genau, aha. Danke. Danke. Da ist er wieder und diesmal leider nicht verbuggt. Ja. Also die Lösung reingeschossen, dass das kommt. Das war doch ja. Nur ein kleiner Rex, oder? Ja. Da kommt er ja, Tom. Ja, Tom, da kommt er. Und als ich gestern in der Lösung nachgeschaut habe, wegen dem Schwung, und nicht nur er, sondern mit einige Seil. Seiner Kumpanen mit. Ja. Okay. Habe ich dann zufällig das Ende gesehen und ich wusste, dass der nicht nur einmal kommt. Ja, Mist, Mist, Mist. Ui, da wird's aber knapp mit der Energie werden. Ach, je. Besonders, wo du jetzt nur eine Pistole hast. Ja, ich habe auch bloß noch die Pistole. Das ist natürlich nett. Bei Rapture, Drecks, also. Du musst dich ja anstrengen. Ja, die Raptoren sind ja nicht das nervig, aber der Rex, der macht sich ja ganz schnell tot. Ja. Ja. Das Schöne ist, ich wusste, dass das kommt. Deswegen habe ich ja vorhin gefragt, wo ist Pano? Ach so. Und als er gesagt hat, er hat den Dino gekriegt, wusste ich, dass er nochmal kommt. Okay, ich muss jetzt mal schauen, ob ich irgendwie anders vorgehen kann. Und zwar. Dass ich irgendwo hochstellen kann, später. Ja. Ihn rauslocken und dann schnell nach oben bewegen. Ja. Weil es so wird es nichts werden. Uah! Das kann doch nicht. Nee, warum kommt der in die Ecke rein? Hallo, du bist ein Raptor, du kommst hier gar nicht rein. Das war ein Bug. Das ist ein unfairer Bug. Jetzt müsst ihr ihn mal sehen. Also. Der sich vor den Dinos verstecken will, unfairer Bug. Nee, ich. Werde gleich sehen, was Sache ist.
war der denn drin? Ja, die haben sich in die Eier jetzt in der Ecke. Panus-Trends, ja. Ja, das ist aber ein schöner Bug für eine Panu. Okay. Ist ja gemein. Ja. Zumindest, dass ich ein oder zwei von denen habe, ne? Weil das sind drei Stück und ich habe nur meine Pistolen. Okay, der eine kleine ist fertig. Jetzt haben wir nur noch den großen, nee, der ist. Ja. Die wollen aber da gar nicht raus. Ja. Also jetzt ein bisschen blöd. Ich meine, ja, von hier kann ich ihn gut treffen. Und der hängt. Ja, hier sind Leute, das Feld ist recht verbackt. Geh zu ihr Sporen, den Raptor. Ja, ich gehe den großen erstmal, weil ich meine, das passt mir jetzt eigentlich ganz gut in den Kram. Weil ich habe nicht so viel, ich habe einen Pistol und ich habe weder Medikit sonst was anderes. Aber er scheint doch nicht drauf zu gehen, das ist komisch. Ey, ich sehe noch nicht das Gesundheitsbalken, dass der jetzt sich verändert. Ja, der hat hier keinen Gesundheitsbalken, aber man müsste zumindest, ja, ich habe jetzt eigentlich schon viel auf ihn geschossen. Das Vieh nicht zu töten. Aber da unten ist jetzt diese Ding weg. Ist diese Platte weg. Das heißt, ich könnte wieder runter. Und was machen die? Springen die dann auch mit runter? Also ich bin jetzt gespannt. Also das würde mich jetzt echt interessieren. Jetzt habe ich hier gespeichert. Und ich gehe jetzt einfach runter. Bin gespannt, was die machen. Ja, dann würde ich aber gleich deinen Weg durch die Luke nehmen. Dann kann ich nämlich gleich wieder hochkrabbeln. Ja. Warte, ich glaube hier. Wenn die auf die Plattform. Ja, und die sind natürlich jetzt da oben. Also, das wäre jetzt echt ein Hit, wenn die plötzlich auch runterspringen würden. Wenn, dann dürfte ich das überhaupt nicht überleben. 800 wie in Assassin's Creed. Aha, und da ist jetzt. Nee, das Tor ist weiterhin zu. Genau, und das war hier der Eingang, wo ich hergekommen bin. Ach, ich liebe Spielfehler. Ja. Und da sind einige hier drin davon. Okay, also ihr seht, die hängen da oben fest. Gleich. Das kann nur gut für dich sein. Ja, aber ich komme hier auch nicht weiter. Weil hier ist weder eine Tür offen, sonst noch irgendwas anderes. Und die Musik, die sich wiederholt und wiederholt und wiederholt. In einer Dauerschleife. Also da unten, glaube ich, ist erstmal nichts. Da kann ich nichts tun. Der Hebel ist nicht getimed. Doch, ich kann wieder drücken. Ah ja. Und jetzt? Oh! Fertig, das war's, Leute. So, meine Lieben. Gleich habt ihr das auf dem Bildschirm.
Ende. Level Ende, Leute. Ja, das war, Leute, TRLE Back to Basics 2008. Vielleicht kann einer mal schnell noch den Titel aussprechen. Ich probiere es. Chupacabrasla. Also Lea. Danke, Tom. Oder Lea, genau. Chupacabras Lea. Genau. Ist hier in einem Stück geschrieben. Ja, was sage ich denn jetzt zu diesem TRLE? Ich fand es ein sehr interessantes TRLE, auch recht abwechslungsreich, auch ziemlich verlaufen und recht verbuggt. Ordentlich. Aber ja, ordentlich teilweise, stimmt. Aber trotzdem muss ich sagen, eins, das mir hängen bleiben wird, weil die Mischung macht, sag ich mal, und jetzt mal abgesehen von ein paar nervigen Bugs, gut, passiert, war das Level an sich recht interessant gestaltet und auch teilweise sehr knifflig. Ich sag danke an euch allen fürs Zuschauen und natürlich an den Typen, der das gemacht hat, super Terrelly, auch wenn ich, wie gesagt, nebenbei zufügen müssen, paar Bugs, die haben uns ein bisschen leiden lassen, vor allem als wir durch das Feuer gelaufen sind, aber was soll's, okay, trotzdem ganz cool. Jo, dann sage ich jetzt hier, haben wir dieses TRE gemeistert und beendet und jetzt gehen wir mal zurück und ich weiß nicht, habt ihr Lust auf Neues? Oder? Natürlich! Ja? Mach ruhig ein Neues! Oh. Ja? Okay. Jo. Dann müssen wir mal schauen. Hier, The Mystery, das haben wir. Mask of Etal, oh, bla bla bla, haben wir auch. Death Mask, also dieses Level haben wir noch nicht. Das ist Death Mask of Queen Quizzical. Also ich bin echt, was das angeht, nicht so gut, ob ich es richtig ausspreche. Dann Pachacutex Ica Valley haben wir auch noch nicht. Sweet Memories haben wir, Riddle of Pachacamac haben wir auch, Journey Through the Ants haben wir auch noch nicht, das hier, Etalo bla bla bla, ich glaube das hatten wir auch schon, The Lost Tomb of Secrets haben wir auch, Water of Life ebenso, in Cuzco haben wir noch nicht, in Terracombs auch noch nicht, Lost Treasure of Primal Breath auch noch nicht und City of Parabaila bla 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 hatten wir auch schon. Genau, dann das mit den 3 Fragezeichen, 4 Fragezeichen auch nicht. Ist einiges, das hier noch offen ist. Ich weiß nicht, was wollt ihr sehen? Welches spricht euch so an vom Namen, wo ihr sagt, wie, das hört sich interessant an, das würde ich gern mal sehen. 4 Fragezeichen, oder? Fragezeichen, ja. Daniel? Einverstanden? Ja, Tom? Ja. Tom, auch die Fragezeichen? Gib kurz ein Signal, ob das für dich auch okay ist oder ob du sagst, nee, ich will vielleicht noch was anderes sehen. Ja, die Fragezeichen sind natürlich, man weiß nicht, was dabei hinzukommt. Deswegen. Eben. Vielleicht startet der Leverance direkt tot. Was fängt ja mit Laras Tod? Eventuell kann er sein, ne? Naja, wer weiß. Möglich ist das ja. Ja, und. Jo, Thomas, jo, einverstanden. Jo. Perfekt. Dann starten wir damit. Jetzt bin ich gespannt. Jo. Na, dann sage ich mal ein neues herzlich willkommen hier in dem neuen Level mit den 4 Fragen. 4 Fragen, ja. Ich kenne nur die 3 Fragezeichen. Ja, die kenne ich auch. Ja. Das waren coole Kassettenhörspiele, gell? Kennst du die noch? Ja. Ja. Genau. Oh, viel Wasser. Viel Wasser sehe ich hier, ja. Pano? Ja. Denk immer an Lufthole. Ja, danke, stimmt, ja. Wo ist der Felsen, der auf Pano wartet? Ja, das sind so die Marken, die mir immer hängen bleiben. Halt mal Lufthole und in den Reviews. Da soll ein großer Bug drin sein. Ui. Was für ein Bug, Tom? Sag uns mal, um was es für ein Bug geht, ob der also wenn das wichtig ist. Ja, wenn das ein Bug ist, dass man nicht mehr weiterkommt, dann fällt das nämlich schon direkt wieder weg. Ja, dann können wir uns das sparen. Also bis du uns sagst, was es für ein Bug ist, schwimme ich schon mal hier eine Runde. Wo ist denn der Felsen, der auf Pano wartet? Ja, der kommt wahrscheinlich noch. Das wäre was. Fällt die ja. Säule in sich zusammen, klatsch.
Ui, Mehrzahl wahrscheinlich, okay. Mehrere Bugs, oh. Dann noch große Bugs, oh ja. Naja, ach, wir gehen es einfach an und sehen, wie weit wir kommen, oder? Ja, oh, ja. Wieso nicht? Eben. Andere war ja auch nicht gerade bugfrei. Richtig, ja. Oh, yes. Ich würde mich jetzt gern wissen. Ah. Oh, da fängt der vielversprechend an. Ja, sehr interessant. Ich sehe nur gerade so klein wie falsch. Ja. Los, das ist eine Tür, ja. Los, ich würde wahrscheinlich sogar sagen, dass der Typ, der das Level gemacht hat, was wir vorhin gespielt haben, eventuell auch für dieses verantwortlich ist, weil es zumindest so von Anfang an sehr viele Ähnlichkeiten hat. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Der kaputte Stuhl, der... Ja, das sind halt manchmal so Sachen, die halt jeder benutzt, um die reinzukopieren. Ja. Ja, das die kann auch die Wände sein. Sind ja auch, die Wände sind ja auch so weit. Ich glaube, das einzelnes Programm, wo du dann das zusammenfremdelst. Ja, wo du dann so Standardsachen hast, die du zusammensetzen kannst, wie du Lust hast. Ja. Sicher, ja, das stimmt auch. Da brauchst du schon gar nicht mehr programmieren zu können. Ja, da musst du nur in die richtigen Stelle setzen. Fertig eigentlich. Ja. Ja, ja. Nur die Hebel dann, wenn du die halt machst, dass du die irgendwie dann zu einer Tür packst und dann passt halt auch. Ja. Ja, das kann natürlich auch sein. Okay, hier kann sie aber auch nicht ziehen. Ne. Orca? Ja? Bist du damit einverstanden, wenn wir am Samstag unser Lara Croft wieder weitermachen? Ja, von mir aus? Ja? Aber okay. Dann auch gleich, ne? Ja, wir haben es umgestellt. Ja, das wird nochmal nur kontrolliert. Ja, ja. Kannst du auf den Gong schießen, der da am Anfang ist oben? Habe ich jetzt gerade gemacht, aber ich weiß nicht, was ich jetzt getan haben soll. Ich dachte, die Tür würde sich vielleicht da unten öffnen, aber vielleicht öffnet sich die Tür hier auch. Mal sehen. Nee, hier nicht. Ah, doch, hier hat sich die Tür aufgemacht. Interessant. Ui, da liegt ein Medikit. Das ist sehr gut. Ja, damit. Panu hat Medikit-Sensor. Und die Medikits, ja. Ja, aber trotzdem reiche die nicht, wo du sie findest. Ja, das hast du gut gesagt. Die Munition ja auch nicht. Das wäre. Darum mache ich mir schon gar keinen Gedanken mehr. Ja. Und am aber Ende Leute, des Tages jetzt seid doch mal ehrlich. Jetzt seid doch mal ehrlich. Irgendwie schaffe ich es dann doch immer irgendwie durchzukommen, oder? Ja, und ja. Das Zombie-Lara macht. Ja. Das ist aber ein bisschen merkwürdig. Ja. Ja, aber irgendwie funktioniert es dann doch zum Schluss. Das ist meine gute Spielqualität, weißt du? Ich kann gut schießen und so und somit überlebe ich es dann. Ja, irgendwie muss es ja gehen. Das ist ein bisschen merkwürdig, dass du das immer schaffst, aber hast nie was zu heilen oder Munition. Wow. Irgendwas fehlt immer. Ja, manchmal beide. Ja. Ach, die Scheiße. Kommt denn dieses Dreckbiest hier? Oh ne, bitte Pierre. Nein, 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 nein. Den könnt ihr euch sparen, den schenke ich euch. Das wäre so schön, wenn die Gegner alle immer nur Pierres wären. Aha. So Double und Triple Pierres, ja. Genau. Da kommen nur Pierres, das ganze Spiel über. Ja, Pierres hier, Pierres da. Nee, das wäre ein bisschen too much. Ich glaube, das lass mal lieber sein. Ui, ich sehe den Tom, mach mal ein Level mit Pierres. Ja, genau. Und Zentauren. Ja. Oh, mein Tod, ja. Und eventuell noch ein paar Löwen. Piers und Zentauren. Das war's dann aber auch. Am besten zusammen noch. Dann hier und da noch eine Mumie. Jetzt bin ich echt gespannt. Der Hebel ist getimed. Und da ging ja noch vielleicht Beißzähne drüber. Aber auch hier wird nicht gezeigt. Das wäre auch eine coole Idee. Oh, nicht. Nee. Pierre auf einem Dino reiten würde. Da hat Tommy Unrecht, da hat er Werbert.
Ihr seid echt fies. nicht nur Löwendompteur, auch noch Dino-Dompteur, das wäre auch. Ja, klar. Richtig. Nee, er reitet nicht auf den Dino, sondern er reitet auf den Zentaur. Boah! Oder? Das wäre doch geil. Boah, das wäre heftig. Dann schießt der Zentaur und Pierre gleichzeitig. Gott. Ah, ja. Ich glaube, das wäre ein Gegner, den man nicht schlagen könnte. Ah je. Also scheint recht interessant zu sein, das Level. Jetzt müssen wir bloß hoffen, dass es nicht wirklich ganz so heftig verbuggt ist, wie es da steht. Und dass wir einigermaßen gut durchkommen. Aber so gefällt es mir schon gut. Also diese B2B-Reihe 2008, muss ich ehrlich sagen. Ja. Habe ich schon so oft gesagt, aber ich sag's noch, weil es finde ich sehr interessant. So. Da ist was drin. Was ist denn das? Flares, okay. Also da scheint erstmal nur ein Geheimnis zu sein. Oh ne, da ist die Leiter. Moment. Da war eine Leiter. Oder täusche ich mich? Ne, da ist eine Leiter tatsächlich. Tom, ich weiß, ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieses Level hier vom gleichen Typen geschrieben worden ist wie vorhin. Ich weiß nicht, wenn es dir nichts ausmacht, du kannst schnell rüber switchen. Schau mal bitte rein, ob es der gleiche Autor ist. Also ich finde da zu viele Ähnlichkeiten, ich weiß nicht. Vielleicht täuscht mich jetzt auch völlig. Oder mein Gefühl täuscht mich total, aber irgendwie weiß ich nicht. Deshalb hat Tom ja gesagt zu dem Level, okay. Etliche Timeruns und feine Sprünge. Ah, dann. Dankeschön, ja. Ich weiß schon, ich habe verloren. Oh wei, da kann man werden. Schau mal, da unten liegt ein Dino. Das müsst ihr jetzt sehen, das ist so geil. Warte, seht ihr gleich, der bewegt. Man sieht nur seinen Schwanz, der sich hin und her bewegt. Warte. Von oben. Raptor. Ja. Das ist wie ein Hund, der auf sein Fressi wartet. Ja. Ja, das Fressi muss runterspringen. Ja, aber da wird vorher noch gespeichert. Naja, sind unterschiedliche Autoren. Das sind doch unterschiedliche Autoren. Okay, ich hatte irgendwie so ein Gefühl, dass vielleicht vom Stuhl, wo man ins Level erstmal reinkommt und das Feuer gleich daneben. Naja, aber man kann sich auch täuschen. So. Ach so. Der kommt halt doch, der kommt schon. Oh. Tot. Und das ist jetzt wieder ein anderer Raum, schätze ich mal, oder? Ja. Sieht zumindest so aus. Die Raptoren, die Halle ein bisschen was aus, hä? Ja, die sind schon hart im Nehmen, ja, da kann man nichts sagen. Oder was? Das ist aber auch komisch. Da komme ich nicht weiter. Ich bleibe einfach in der Mitte stehen. Vielleicht ist das für später gedacht. Ja. Also die Spitze, wo ich aus dem Boden komme, alle Nonana abschalten muss. Dass ich wieder runterfahre. Okay. Also hier kann ich aber auch nicht mehr hoch. Ne, doch jetzt. Aber gut, für was denn wieder? Ich bin da ja da runtergesprungen. Aber da komme ich auch nicht weiter. Hm.
Moment, ich schau mal seitlich. Oh, ups. Achso, jetzt komme ich hier raus. Also hier müssen ein paar Hebel verdient sein. So würde ich das Ganze mal hinschätzen. Ach, hier ist das jetzt. Ja, nee, das ist eigentlich parallel, genau zu dem, wo ich vorhin war. Hm. Und da? Nee, das ist nur ein Loch in der Decke. Nee, da oben ist was. Ja. So komme ich nicht hin. Nee. Hm. Moment. Okay. Das nicht. Das nicht, ob man hier... Ja, man kann ja auf diesen Käfigen kann man ja nicht klettern, ne? Das ist hier die andere Sache. Ja. Kann man nicht draufstehen, ne? Ah, funktioniert nicht. Somit brauche ich ihn gar nicht rauszuziehen, um versuchen, da hochzuklettern. So. Okay. Gut, jetzt bin ich wieder hier. Und was hat es jetzt gebracht? Kann ich diese Steine bewegen? Nee. Auch nicht. Ach je. Hm. Die Säulen gehen auch nicht. Und hier? Aber da kommt sie auch nicht rein. Das ist auch viel zu dünn, der Schmal. Der Schmal, viel zu schmal. Also, der... Okay, das bewegt sich jetzt auch. Was ich mir vielleicht vorstellen könnte, ist... Ist, dass man auf diese... Auf diese Dinger hier... auf diese Pflöcke mal einfach so einen Stein schieben könnte. Also so ein Käfig, so ein Block. Ja. Oder? Habt ihr noch eine Idee? Weiß jetzt auch nicht gerade. Keine Ahnung. Nee, im Moment wüsste ich schon hier gar nichts, also... Schwierig, gell? Also jetzt gerade nichts, wo man jetzt sagen würde, ja. Keine Anhaltspunkte. Ach, das war jetzt blöd von mir, ich muss ihn von innen rausschieben. Der Käfig, der muss ja für irgendwann gut sein. Ja, das denke ich mir auch, sonst hätte das jetzt hier keinen Sinn. Vielleicht müssen wir beide Käfige links und rechts. Da ein Block, genau. Ist da ein Feld, wo der Block drauf kann. Ja, da ein. Weil es sind ja zwei Platten. Ist da ein Feld, wo der Block drauf könnte? Ja, ich denke, das könnte sein, da wo diese Pflöcke rausschießen, Tom. Weil da sind genau zwei Felder drunter. Also ach so, dass das sein. So rätselmäßig angelehnt ist. Ja. Ja, genau. Also dass man dann, wenn das drauf ist, dass man dann von da aus irgendwie eine Tür dadurch öffnet oder sowas, ne? Hm. Könnte gut sein. Versuche es wert. Moment, sag ich da ist mal so. Noch ein Hebel. Irgendwas hat sich geöffnet. Okay. Und gibt es auch keine Implendungen, was passiert? Ja, das ist nervig, ja. Ich muss jetzt mal rausschauen, was da genau passiert ist. Und dann hier wieder rein. Hört sich so an, als ob da irgendein Tor geöffnet hat oder so. Ich schätze mal, ja genau, das sind die hier. Wo wir vorher nicht durchkommen konnten.
Genau. Um wahrscheinlich genau diesen Stein draus zu ziehen. Also beziehungsweise diesen Käfig rauszuziehen. Naja, ich gehe dann jetzt auch mal ins Bett. Okay, ja, alles klar. Gute Nacht. Okay, schlaf gut, jo. Oh, bis morgen. Jo, bis morgen. Ja. Gute Nacht. Tschüss. Ciao. Ja, ciao. Tschüss. Danke fürs Einschalten, ja. Ja, immer doch. Danke. User disconnected from your channel. Genau, und jetzt wieder hier hochgehen. Ne, den musst du noch weiter rausdrücken. Pan? Ja? Du kannst ihn nicht beide gleichzeitig in deinen Gang schieben, sonst kommst du nicht mehr runter. Ne, das sind verschiedene Gänge. Das ist nicht der gleiche Gang. Ah. Die sind parallel angelegt. Ach so. Ja. Drum auch diese ganze Hebelschieberei und sowas. Ja. Genau, da ist keiner und da war einer. Richtig. Ja. Okay. Ne, warum bin ich jetzt wieder hier? Da müssen wir jetzt mal schauen. Normalerweise müsste ich einfach nur durchlaufen, um zu dem anderen Gang zu kommen. Beziehungsweise in den anderen Raum zu kommen. Ach so. Der verbindet nur die zwei großen Räume. Haha. Interessant. Das heißt, ich muss. Wie mache ich das am besten? Also, einer Käfig wieder reinziehe, dort rauslaufe und die andere Kiste dann den Gang entlang ziehe. Ansonsten geht's nicht. Ja, hast recht, ja. Und dann den zweiten raus, nicht gleich beide, ja. Deswegen. Ja. Na, ich habe gedacht, weil die parallel sind, dass sie funktionieren, das stimmt, kann gar nicht sein. Nein. Kann nicht gehen, ja. Weil durch den inneren Gang musst du laufen können. Ja, richtig. Und so kann ich den dann rausziehen. Ja. Okay. Ja, dann schauen wir. Ja, du hast recht, so ist es. Okay, dann schieben wir den jetzt nach vorne raus. Jetzt hier stehen. Ja. Okay, und jetzt muss ich wieder in den anderen Raum rein, um wieder oben drüber zu springen und da reinzukommen, weil von hier, glaube ich, geht es nicht mehr. Moment. Oder gibt's doch, kann ich den hier nicht? Ja. Warte, doch, der ist hier. Und ich brauche den da vorne. Ja, dann kann ich den einfach durchschieben. Genau, der muss nämlich da raus. Ja, wunderbar.
Und den versuche ich jetzt auf die Ding zu schieben, auf die Steinplatten mit dem Pflöcken. Versuch es wert. Ja. Woanders wüsste ich jetzt aber auch nicht, ne? Ja. Ich probier's mal. Nee, macht sie nicht. Hm. Schieb's da nicht hin. Aber irgendwas müssen wir denn in der Kiste Ufos sichern. Ja. Frage ist das was? Interessant. Ah, Moment mal, nee, aber da kann ich ja nicht hochklettern, das ist es ja. Im Raum, wo du gerade stehst, dort sind in der Mitte immer so Löcher. Vielleicht muss die Kiste dort genau drunter. Ja, da ist auch so eine kleine Ding. So eine kleine Luke oben, wo man reinklettern könnte, aber ja. Ich kann ja auf die Box nicht hochsteigen, das funktioniert ja nicht. Wahrscheinlich muss ich über einen anderen Weg statt hoch, aber dort wäre sich irgendwann Steine absetzen und dass die Kiste dort drunter stehen muss oder so. Sowas würde ich jetzt vermuten. Ja, das kann natürlich auch sein, ja. Aber warum dann zwei Kisten und nicht nur eine? Ja, das verstehe ich jetzt auch nicht. Also. Oder musst du die Kiste ins Wasser schieben, dass du woanders verbrauchst? Dass du das Wasser später ablassen musst. Ach nee, jetzt geht's. Jetzt kann ich auf die Kiste hochklettern. Ach nee, komm. Vielleicht müsste an der richtigen Position sein, dass du hochklettern kannst. Ja, jetzt geht's komischerweise. Vorhin konnte ich ja nicht rankommen, aber jetzt geht's. Jetzt kann ich auf die Kiste hochklettern. Dann okay. Ist das Position abhängig. Ja. Nee, du bist genau an der falschen Wand. Ja. Okay, und da muss ich da rüber, oder? Ja. Okay, da unten. Hm. Nee, Lara, du sollst dich zur Seite stellen. Genau. Ups, ups, ups. Oh. Jetzt wissen wir, was da unten ist. Oh, Moment. Wie war das wieder? Load Game. Hier. Und hier, genau. Das ist ein einfacher Sprung, oder? Ja. Ohne Anlauf. Ja, müsste. Weil du bist ja weit mit dem Anlauf gestoppt. Ja. Okay. Da? Oh, das ist ein seitlicher Sprung. Ich dürfte es aber eigentlich hier schaffen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt da rein muss, aber... Das könnte funktionieren. Oh, oh, oh.
Okay, dann machen wir es so. Versuchen es von der anderen Seite. Wobei das auch funktionieren müsste. Aber mal sehen. Ob der überhaupt rein muss, aber möglich ist das. So machbar ist es auf jeden Fall. Ach komm, Mädel. Mit einem Sprung. Seitlich. Christian, hi. Hi. Danke fürs Einschalten. Hoffe, alles gut bei dir. Ach nein, Lara, du solltest dich doch da rein. Ach Gott im Himmel. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich da rein muss, aber die Neugier. Ja. Komm. Sieht überhaupt nicht so aus, als ob du drin sollst. Weil die springt zu hoch. Ja. Aber ich denke, dass du dort später rauskommst. Das kann auch sein. Doch, es funktioniert. Gott, wo bin ich hier? Oh, what the hell ist hier los? Oh, oh, oh. Aber du musst in dem Raum vorsichtshalber speichern. Ja. Wenn das so irgendwas passiert. Ja, ja. Okay, hier sieht es so aus, als ob man Plattform für Plattform hochsteigen muss. Ja. Gehe ich mal davon aus. Aber was ist der richtige Weg jetzt? Oh, jetzt haben wir eine Katze hingekriegt. Auch eine komische Sache. Ich ziele auf die Vase und dann kriege ich eine Katze. Okay, das sind wahrscheinlich hier die einigen Bugs, die es hier drin gibt. Ja. Kann ich auch hier drauf laufen? Oh, und hier ist Wasser. Wasser, irgendwo Wasser, auf Wasserräder. Und wieder eine Vase. Jetzt bin ich gespannt, ob ich hier jetzt auch eine Katze hinkriege. Nee, noch nicht. Vielleicht hat es ja der Typ so eingebaut, aber scheint nicht so zu sein. Ich vermute, dass du wieder Zahnräder suchen musst. Ja, es kann auch sein, stimmt. Weil hinter an der Wand sehe ich Zahnräder. Ja, du hast recht, ja. Jo, wie viel fehlen? Eins, zwei? Zwei Stück fehlen. Und wieder die klassische drei. Aha. Zwei fehlen mir jetzt. Zwei? Und da ist zwei, ja. Eins, und da ist ein Hebel. Zwei. Ja, es sind zwei. Zwei, ja. Okay. Ich denke, ich kann auf dieses Rad hochklettern, oder? Nee. Da schwimmt sie einfach durch. Okay, die Vase kann man auch nicht. Bei dieser Leiche hat der nicht den Midi-Pack dabei gehabt. Echt? Hat auf jeden Fall bei mir so ausgesehen. Ja, dass das bei dieser Leiche Midi-Pack geleert. Ja, stimmt. Warte, aber da muss ich runterschwimmen. Weil der sich schon im Wasser befindet. Cool, danke. Okay, aber ich schätze, hier muss ich wahrscheinlich auch später wieder her. Ja. Schauen wir mal. Aber ihr
jetzt will ich, wenn ich ins Wasser zum Arsch. Ja, ich schätze mal da hochgehen, ja. Oh, da brenne ich. Das gibt's doch nicht. Warum brenne ich da in der Ecke? Oh, das ist aber blöd. Okay. Eine Sekunde, Leute. Ich bin in 10 Sekunden wieder da. Ich hole mir noch kurz was zum Trinken. Orca, bis gleich, ja. Ja, ich bin auch kurz weg. So, Leute, danke fürs Warten. So, da sind wir wieder.
Okay. Ich glaube, ich muss das Spiel neu starten, kann es sein? Es hängt. Wie, du Spiel hängen? Ja. Ihr seht hier noch den Bildschirm mit den Fragezeichen, oder? Also da, wo es geladen wird. Ja. Ja, aber das ist ausgegraut. Ich habe es ausgewählt. Aber es startet nicht. Okay, ich muss das Spiel dann neu starten. Dann würde ich sagen, komplett neu starten. Ja. Okay. Ja, es hängt tatsächlich. Okay, kleinen Moment. Ja, ich muss es beenden. Es funktioniert nicht. Ich switch kurz rüber zum anderen Bildschirm. Ja. Genau. Zum Be Right Back meine ich. Ja gut, und dann machen wir hier. Ja. Task Manager, was anderes scheint nicht zu funktionieren. Mal sehen. Oh ne, da haben wir das gleiche Problem wie schon bei Anniversary. Versuchen wir es mal so zu schließen. Nein. Oh Mist. Na super, eingefroren. Nicht mal der Task Manager funktioniert jetzt. Ja. Oh, das ist Mensch, dass der Rechner komplett neu starten muss. Ja, sieht wahrscheinlich so aus. Ja. Mist. War das anders? Nee, geht auch. Desktop komme ich so nicht ran, aber vielleicht. Und geht's? Gar nichts geht. Alles dann mache komplett Neustart. Das bringt nichts sonst. Ja. Okay, Leute, es tut mir leid. Ich bin erstmal weg für ein paar Minuten und probiere nochmal neu zu starten. Jo. Bin dann kurz weg, Orca, ja. Ja, das.